Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich einfach mal anlässlich des Purish Sales, wo ihr bis zu 70% sparen könnt, euch einfach mal so ein paar Produkte vorstellen, die vielleicht auch gar nicht so oft hier auf diesem Kanal zu sehen waren und ja, euch ein paar Tipps an die Hand geben, wo ihr gerade ein bisschen sparen könnt. Denn ihr könnt aktuell ja dort den Birthday Sale genießen, um das mal so zu sagen. Purish wird nämlich 7 Jahre alt und ihr könnt mit Claudis Welt 10 auf den ganzen Sale nochmal 10% on top sparen. Ihr könnt aber auch nach wie vor natürlich auf meiner Creator-Page oder auf meine Collection-Site dort 10% sparen. Also, ne, alle Produkte, die ich verwende, sind in der Infobox verlinkt. Der Purish Sale ist verlinkt, meine Creator-Page ist verlinkt. Ich werde sehr viel reden in diesem Video, also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich starte mit einem Produkt, wo ihr aktuell eben mit dem Code in Kombination, den ich so habe, 50% drauf sparen könnt. Also, wenn ihr noch nicht, ne, wisst, ob ihr das Ding haben wollt und das eigentlich dann doch irgendwie mal ausprobiert haben wolltet, das war auch irgendwie ein bisschen komisch, dann wäre das jetzt vielleicht die richtige Möglichkeit. Das ist von Denisa Myricks, der Yummy Skin Moisture Repair Balm Serum. Du kannst den für alles Mögliche verwenden. Du kannst den theoretisch als Primer verwenden, du kannst den als, ja, theoretisch auch als Abschminkbalsam, aber dafür, ja, wobei, wenn er jetzt 25 Euro kostet, wie viel sind denn da drin? 40 Gramm, ist, glaube ich, ein bisschen wenig dann dafür, ne? Du kannst den nehmen, um ihn als Creme zu verwenden, für so sehr trockene Stellen und so weiter. Man muss halt bedenken, dass es eher ein Produkt ist, was so für sehr trockene Haut geeignet ist. Also wenn man jetzt nicht trockene Haut hat, ist das Ding wahrscheinlich ein bisschen zu reichhaltig. Und man muss ein bisschen mit der Hautpflege darunter aufpassen, damit du keine Würstchen bekommst. Also das ist nicht so easy peasy und deswegen ist es wahrscheinlich jetzt auch gerade einfach mal um 50% reduziert. Was natürlich auch im Sale ist aktuell, weil es ist immer mit dabei, ist der Angel Aura Primer von Nabla. Der ist richtig, richtig gut. Der spendet schönen Glow, genauso wie auch von LH Cosmetics das Shaping Light. Kann man als Primer verwenden, kann man aber auch als Highlighter punktuell verwenden. Dann haben wir hier noch mit drin von Denisa Myricks das Yummy Skin Glow Serum. Auch ein sehr, sehr schönes Produkt, was ich persönlich sogar noch schöner finde als den Balsam, als den Balm. Lumen ist hier auch mit am Start mit dem Natural Glow Skin Tone Perfector. Lumen ist so eine Marke, da kommen wir auch gleich zu. Das ist so ein Zwischending zwischen Pflege und dekorativer Kosmetik. Auch mit dabei ist der relativ neue Glowerizer von LH Cosmetics. Der hat ein bisschen weniger Glow als das Shaping Light und ist aber auch ein wundervoller Primer. Also den würde ich eher weniger als Highlighter verwenden. Das sagt mir eher weniger was. Super Facialist Skin Perfecting Primer. Den habe ich persönlich noch nicht ausprobiert und kann euch dementsprechend nicht wirklich was dazu sagen. Genauso von Mesauda Milano, der Zero Flaws Primer. Ist halt eher so ein mattierendes Produkt. Das verwende ich jetzt eher weniger. Lumen ist nochmal mit dabei. Also ich glaube, da ist ziemlich viel im Sale mit dabei. Und zwar dieser Invisible Illuminating Illuminizer. Den kannst du einfach auch ganz normal als Highlighter auftragen oder Fullface als Primer. Ja, und dann natürlich das Nabla Bestseller Bundle mit der Nabla Visions Mascara, dem Skin Realist und dem Angel Aura Primer. Ich habe aber nichts davon heute mit dabei. Ich möchte jetzt weitermachen mit einer CC Cream von Lumen. Color Correcting Cream habe ich in der Farbe Light. Und da schwärmt ja zum Beispiel die wundervolle Steffi von Steffi Loves Beauty immer drüber. Also die mag die Marke sehr gerne, weil das halt ja eine sehr natürliche Geschichte ist, die man sich dann quasi damit auf das Gesicht gibt. Und ja, kann ich auf jeden Fall für den Alltag auch sehr empfehlen. Die Deckkraft ist nämlich wirklich auch leicht. Es ist halt wirklich eher ein Color Corrector und weniger halt eine richtige Foundation oder sowas. Ich finde es aber trotzdem ein sehr schönes Produkt, wenn man halt nach einer, ja, schönen CC-Cream sucht, die halt ein bisschen Hautpflege mitgibt, die auch ein bisschen leichte Deckkraft gibt und ein sehr natürliches Finish gibt, aber trotzdem dieses Perfektionierte mitgibt. Man sieht nämlich am Ende, wenn man es halt so verteilt hat, kannst du natürlich auch mit den Fingern machen, nicht, dass da irgendwie eine Foundation, eine CC-Cream oder sonst irgendwas im Gesicht ist, Rötungsschein noch durch und was auch immer, Muttermale und so weiter, ne? Also es ist halt eine leichte Perfektionierung. Ja, selbstverständlich ist der Skin Realist von Nabla jetzt auch im Sale. Der ist fantastisch, kann ich euch wärmsten Herzens empfehlen. Den habe ich echt schon auf Herz und Nieren geprüft und für mich definitiv ein absolutes Must-Have. Dann haben wir auch interessanterweise Denisa Myricks Yummy Skin Serum Tint hier mit dabei. Das ist auch eine sehr leichte Geschichte, die hat ein bisschen
mehr Deckkraft als diese CC-Cream, die ich jetzt im Gesicht habe. Auch ein wundervolles Produkt. Also wenn man bislang immer so ein bisschen davor zurückgescheut ist zu sagen, weiß ich jetzt nicht, ist jetzt wirklich ein guter Zeitpunkt. Genauso wie bei dem Mesauda Milano Dio Shield. Das ist so ein tolles Produkt, wenn man Glow mag. Oh, auch das sehr, sehr interessante Ultraviolet Daydream Screen Tinted Veil Lichtschutzfaktor 50. Das ist eine wundervolle Geschichte jetzt im Sommer tatsächlich, weil dann hast du sowohl deinen Lichtschutzfaktor im Gesicht, wenn du den vorher aufgetragen hast, als auch dann nochmal durch die Foundation. Also sehr schönes Produkt. Lumen ist auch mit der Invisible Illumination Glow Beauty Serum Foundation unterwegs, beziehungsweise mit dabei. Habe ich persönlich noch nicht ausgetestet. Von Physicians Formula die Organic Wear Silk Foundation Elixir. Ist mir persönlich zu dunkel, selbst die hellste Shade, die dunkelt halt auch relativ nach. Ich mag auch leider nicht so gerne von Physicians Formula die neue Foundation, den Diamond Perfecta Mineral Wear BB Cream. Also hat bei mir überhaupt nicht auf der Haut gehalten. Ich weiß nicht, wie andere das hinkriegen, dass das Ding hält. Bei mir tut es das leider nicht. Oh, von Madara haben wir auch noch die City CC Hyaluronic Anti-Pollution CC Cream sehr stark reduziert. Auch die war mir in der hellsten Shade leider etwas zu dunkel. Die Madara Skin Equal Foundation, die hätte ich auch fast mit hier mit reingenommen. Die ist auch fantastisch. Die habe ich vor Jahren auch schon mal ausprobiert. Habe mir dann nochmal eine neue Variante bestellt, beziehungsweise eine frische, ne? Weil das ist ja irgendwie auch Naturkosmetik, richtig cool. Da kommen wir auch zu Madara. The Concealer habe ich hier in der Farbnuance 15. Das ist einmal dieser hier und damit kann ich jetzt noch mal so ein paar einzelne Stellen bei mir vielleicht ein bisschen mehr mit Deckkraft versorgen. Wir haben ein kleines Füßchen, was ja mittlerweile alles auch nicht mehr so schlimm für uns alle ist, glaube ich, weil wir ja alle auch gar nicht mehr so super viel Concealer verwenden. Heutzutage macht man das ja nicht mehr mit den Dreiecken, sondern halt nur so punktuell im Innenwinkel, vielleicht ein bisschen außen. Ich persönlich gebe mir auch hier noch so ein bisschen hin. Einfach um da eine leichte Aufhellung zu haben. Und hier habe ich zum Beispiel eine Rötung, die ich ein bisschen abdecken möchte. Und hier habe ich einen Mückenstich, den ich abdecken möchte. Ne? Hier hat sich irgendwie auch eine kleine Pigmentveränderung ergeben. Das Ganze blende ich mir ein mit einem Schwamm von Louisa Creschen. Da gibt es jetzt auch den großen Sponge aktuell mega im Sale. Das ist jetzt, wie gesagt, nur die kleine Variante. Ich weiß gar nicht, wo mein Body Sponge hingekommen ist. Ich glaube, der ist mir kaputt gegangen. Wir haben auch hier eine eher, ich sag mal, natürliche Abdeckung, ne? Also das ist jetzt nicht so eine Full-Coverage-Geschichte, sondern eher Medium. Aber trotzdem bekommt man dadurch ein perfektionierteres Gesicht, was ich persönlich auch gerade ganz gut schön finde, genauso. Es gibt noch ein paar weitere Concealer, die jetzt natürlich im Sale mit dabei sind. Der Nabla Regeneration Concealer, der auch aktuell bei mir im Project Pen mit dabei ist, ist auch hier im Sale mit dabei. Und den finde ich sehr, 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 sehr geil. Also ich mag ihn sehr gerne. Was ich nicht so gerne mag, ist die Verpackung. Ich mag dieses Puffelding da oben nicht, weil das ein bisschen rumsuppt. Und ich kriege den Deckel auch immer ein bisschen schwerer ab, weswegen ich mir dann immer mein Handtuch zur Hand nehme. Auch von Revolution, der Concealer, Define Concealer ist mit am Start. Ist mir persönlich einfach mittlerweile zu deckend, zu pastig. Dadurch, dass ich einfach auch 35 Jahre alt bin, ist mein Gesicht natürlich auch 35 Jahre alt und dementsprechend kriegt er mir überall hin, wo er nicht hin soll. Von Dominique Cosmetics, der Wide Awake Full Coverage Concealer, hatte ich in der falschen Farbe da. Der ist jetzt aber auch wieder stark reduziert. Und dann war es das auch schon mit Concealern. Gehen wir jetzt mal weiter zu einer Lidschatten Base. Da habe ich den Perfect Prime Eyeshadow Primer Base. Den von Be Perfect. Und darauf könnt ihr mit meinem Code sage und schreibe 50% sparen und ihr braucht wirklich nicht viel davon. Und der trocknet auch tatsächlich relativ matt an. Oder so seidenmatt, würde ich mal dazu sagen. Und ja, jetzt mache ich mal weiter mit der, ich sag mal, Befärbung meines Gesichtes. Dann nehme ich von Dominique Cosmetics diesen kleinen Blush. Das kannst du als Lippen- und Blush-Gedönsen nehmen. Habe ich in der Farbnuance. Oh, da. Pink Dreams. Und das ist etwas, auf das ihr aktuell 40% sparen könnt. Ich mache das tatsächlich so, dass ich mir den nach und nach lieber ein bisschen aufbaue und dann eher vorsichtiger unterwegs bin. Aber ich sehe es schon, mit dieser Foundation ist das nicht so unbedingt das beste Match, weil das wird relativ fleckig. Die Foundation verbindet sich nicht so optimal mit dem Blush. Was ich richtig krass finde, ist, dass von Nabla auch die neuen Blushes jetzt im Sale sind. Genauso von Danessa Myricks die Yummy Skin Blurring Balm Powder Lowlighter. Das sind eher so Blushlighter. Aber auch die klassischen Blurring Balm Powder Flushed Produkte. Vielleicht kann ich da sogar noch einen von drüber auftragen, weil das gefällt mir tatsächlich jetzt gerade vom Finish auf den Wangen nicht so optimal.
Auch die neuen Natural Cream Blush Lighter von Melt sind jetzt hart reduziert. Nee, ich glaube, den gebe ich mir gleich nochmal drüber. Wa? Das Duo Dimension von LH Cosmetics, da kommen wir gleich noch zu. Von Nabla das Two Reasons ist auch echt reduziert. Und natürlich die Sets, ne? Das Invisible Illumination Liquid Blush von Lumen ist reduziert. Mesauda hat auch noch die Skin Mates reduziert. Das ist eher so ein Cream Blush. Da hatte ja zum Beispiel Chiquita's Place, die liebe Nicole, was von in ihrem Bundle mit dabei. Mega, mega intensiv. Auch die neuen Mineral Wear Diamond Filler Blushes von Physicians Formula sind reduziert. Die mochte ich. Die sind eigentlich auch eine ganz süße Kiste mit diesem Applikator. Auch hier ist Be Perfect mit dabei mit The Cheek Liquid Blushes. Die sind auch eher... Naja, ich habe einen, der sehr, sehr dunkel und sehr, sehr stark pigmentiert ist. Also den siehst du schon sehr. Aber wenn du halt eher so die peachigen Farben nimmst, sind die etwas dezenter unterwegs. Und dann nehme ich mir mal in der Farbe Carly Dream hier mein Cream Blush Light von Melt Cosmetics. Wie gesagt, ein relativ neues Produkt. So schaut der aus. Ist nicht für jeden, glaube ich, jetzt was, weil der halt relativ hell ist. Ne? Ich mag den aber schon. Und man sieht ihn schon sehr intens. Ne? Das ist halt so ein richtiger orangener Blush, falls man das mal gesucht hat. Und ich finde die Farbe richtig toll. Die schreit für mich Frühling, Sommer. Und ich finde es interessant, also nein, eigentlich finde ich es verständlich, dass die neuen Marken oder die Marken mit den neuen Produkten sich auch an dem Sale beteiligen, weil die natürlich auch mitfeiern wollen, weil das ist ja eine kleine Geburtstagsparty, die jetzt online stattfindet. So haben wir auch von Physicians Formula den Butterglow Contour Wand mit am Start. Kann man mit einem Pinsel machen, kann man aber auch ganz entspannt mit einem Schwämmchen machen, je nachdem, wie man lieber arbeitet. Und der gibt halt wirklich eher eine ganz leichte Kontur, auch wenn man das erst so im ersten Moment von der Farbe her, die ich ja aufgetragen habe, man sieht es jetzt ja auch, ne, nicht wirklich vermuten würde. Aber der gibt eine schöne Kontur. Ne, die Kombi gefällt mir leider gar nicht. Ne? Also finde ich jetzt nicht so hübsch. Dieses Ocker und das Peach in Kombination passt nicht so gut. Egal. Auch mit am Start ist der Ultra Matte Bronzer von Melt. Der ist wirklich matt, aber sehr, sehr schön. Ich finde ihn auch sehr pigmentiert. Richtig krass finde ich, dass der LH Cosmetics Infinity Bronzer auch hier mit am Start ist. Also, dass wir hier gute Rabatt bekommen. Genauso von Be Perfect. Den Shapestick Bronze in Define, den ich tatsächlich richtig, richtig geil in der Farbe Maple finde. Hier kommen wir gleich zu von Nabla Skin Bronzing. Der Liquid Bronzer von Lumen, den ich noch nicht ausprobiert habe. Von Physicians Formula das neue Produkt Mineral Wear Diamond Bronzer. Ich glaube, der hat einen Glow mit dabei. Nicht ganz so meine Welt. Interessant ist hier auch wieder Catrice mit dabei. The Joker Maxi Bake Bronzer ist nicht ganz so meiner gewesen. Der war ein bisschen zu fleckig bei mir. Denissa Myricks ist auch hier mit einer Palette am Start. Waterproof Cream Palette. Ich glaube, die hat damals auch die Jenny von Jenny's Highlights mal vorgestellt. Richtig interessant. Ich habe jetzt ja den Tint hier so ein bisschen einziehen lassen. Ich finde schon, dass es gesünder aussieht. Ne? Ich mag schon gerne leiden. Ich gebe mir jetzt aber von Fleeky dieses Glowy Lip Oil einfach mal drüber. Habe ich in der Farbe Peach Pink. Und guck mal, vielleicht hält das ja auch sogar. Ein richtig großer, schöner Applikator. Ein wirklich sehr angenehmes Lippenöl. Ein ganz kleines bisschen wird, glaube ich, der Tint damit abgetragen. Das ist es halt, ne? Diesen Tint löst du mit Öl. Macht Sinn. Als nächstes verwende ich ein bisschen Puder. Da nehme ich erstmal unter den Augen von Be Perfect dieses Katie Daily Powder in der Farbe Candy Floss. Also das ist halt wirklich so ein pinkes Puder. Trage ich mir auf mit diesem LH-Puffel-Ding. Ich persönlich finde dieses Set generell sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Genau, wir haben hier oben dieses Netz. Das heißt, eigentlich ist es halt perfekt für Pinsel auch geeignet. Ich gehe aber hier tatsächlich mit dem Schwämmchen rein, arbeite das ein bisschen in meine Handinnenfläche ein und gebe es dann unter meine Augen und auch auf meine Augen. Für den Rest meines Gesichtes verwende ich hier von Dominique Cosmetics das, wie heißt du genau? Smooth and Blur Setting Powder habe ich in der Farbe Translucent. Das ist etwas schwieriger wegen der Lagerung und so. Da nehme ich mir den Pinsel aus dem LH Cosmetics Pinselset. Das ist jetzt nicht im Sale, das Puder, aber ihr findet es ja auf meiner Collection-Site und könnt dementsprechend ja auch auf dieses Produkt mit Claudis Welt 10 nochmal was sparen. Wie oft kann man eigentlich diesen Code sagen? Also das Puder settet auf jeden Fall, aber wir haben hier nicht das Problem, dass es zu, also in Anführungsstrichen für mich, ne, Problem, weil ich mag ja nicht so gerne dieses Ultramatte. Es mattiert halt jetzt nicht so ultimativ ab, es settet halt einfach. Also es macht, dass das Make-up an Ort und Stelle bleibt, die cremigen Texturen und das finde ich gut. Also dafür ist es perfekt geeignet. An Puder haben wir auch gar nicht so ultimativ viel aktuell im Sale. Das Evolution Powder in Pink von Denissa Myricks, was ich richtig gut finde. Also das kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Und Nude Venus von Misauda Milano, ein sehr, sehr schönes Puder. Ich verwende jetzt hier von Nabla das Skin Bronzing in der Farbnuance Ambra, um einfach mein Gesicht etwas aufzuwärmen.
Und auch das habe ich ja eben schon gesagt, haben wir jetzt gerade mit im Sale. Das ist kein absolut mattes Produkt und ich gehe davon aus, dass das nächste Produkt, was Nabla rausbringt, eben weil die jetzt ja auch gerade zum Beispiel die matten Blushes rausgebracht haben, vielleicht dieser Bronzer in matt sein wird. Ich sehe es halt hier vor mir im Spiegel, dass ich hier so eine leichte Bräunung bekommen habe, ein leicht sonnengeküsstes Finish und es sieht aber nicht unnatürlich aus. Ne? Also das ist schon ein sehr, sehr cooles Produkt, was ich auch schon sehr geliebt habe. Dann haben wir als Blush hier in der Pudervariante, habe ich ja eben schon gesagt, dieses Duo Dimension. Ich habe das in der Farbe Element. Das hatten wir im Adventskalender, ich glaube auch von LH Cosmetics mit drin. Hier sind zwei verschiedene Blushfarben drin. Das ist einmal so ein bäriger Ton und ein so ein dunklerer Pinkton. Ich guck mal, ob ich den Pinkton jetzt hier noch so drüber geben kann oder ob das wild aussieht. Na komm, wenn ich den aufbaue, dann sieht man da richtig viel von. Gut, Melt kommt noch durch, ne? Der sagt auch ganz laut Hallo, aber ich finde, das gibt ein sehr schönes Finish. Und weil ich noch nicht genug Glow in meinem Gesicht habe, verwende ich hier von Mesauda in der Farbe Diamond Fever. Den Last for Shine Highlighter. Das ist die hellste Variante davon und die passt mir persönlich sehr, sehr gut. Ich finde den auch sehr schön. Der ist sehr edel, sehr... Seht ihr? Das ist halt nicht so bam in your face. Es gibt so einen Perlenglanz, aber kein Glitzer auf das Gesicht. Wenn man ganz wild unterwegs ist, kann man sich den auch großflächiger auftragen. Der ist sehr, sehr schön. Ne? Ich mag den echt gerne und Mesauda ist halt wirklich krass im Sale jetzt. Ich meine, ihr könnt 40% darauf sparen, das ist schon heftig. Bei den Highlightern natürlich auch mit dabei ist das Skin Glazing von Nabla, wo ich persönlich den Ozone richtig toll finde. Ofra ist auch stark vertreten, da haben wir auch hohe Rabatte. Von Melt Sex Foil Liquid Highlighter habe ich als Primer in Anwendung, muss ich gestehen, ist aber sehr, sehr intensiv. Wunderschön ist die Moonshroom Highlighter Palette von Luna Beauty, weil du halt wirklich keinen Glitzer drin hast und theoretisch zwei Highlighter und einen Blush-Topper und ein Bronzer-Topper, sofern man das mag. Den Dew Wet Balm von Danisa Myricks habe ich persönlich noch nicht ausprobiert. Auch eine Limited Edition Seeking Flowers Cream to Powder Highlighter von Catrice ist auf 1,50 Euro reduziert. Das ist krass. Lumen ist hier natürlich auch mit dabei. Sage Lütgen, ich sag's euch, ne? Und ganze 40% könnt ihr jetzt auch gerade hier bei LH Cosmetics auf diese Infinity Brow Pencil sparen. Ist immer noch sehr hochpreisig, aber ich glaube halt erschwinglicher. Ich habe den jetzt hier in der Farbe Taupe. Und das Ganze fixiere ich mir einfach mal hier mit dem Brow Lift and Fix. Lift and Fix, genau, Brow Gel von Nabla. Wir mussten uns erstmal ein bisschen anfreunden. Das ist nicht mein absolutes Lieblings-Augenbrauen-Gel, einfach weil das lüftet und fixiert, ja. Aber es gibt halt wirklich sehr wenig Produkt ab und es ist halt mehr so ein leichtes Fixieren. Das ist jetzt nicht wie bei anderen Augenbrauengelen, dass es mir das Ganze festtackert. Und da es halt noch in meiner Sammlung ist, spricht es halt für das Produkt. Würde ich es blöd finden, wäre es nicht mehr da. Ich finde es halt okay. Ne? Mein Favorit ist und bleibt halt von Catrice, dieser Superglue. Ich finde den wundervoll. Der ist auch gerade jetzt nicht als Einzelprodukt im Sale, sondern als Set. Also wenn man da halt quasi noch dieses Augenbrauen-Seifending und ein Augenbrauenstift, ich glaube, das ist der Date with Ashton, halt dazu nimmt, dann bezahlt man für das komplette Set irgendwie 5 Euro. Also das ist halt auch als Set schon direkt im Sale mit drin. Jetzt gehen wir mal zum Herzstück dieses Videos. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich ist das ganze Video ein Herzstück, hoffe ich mal für euch. Und zwar habe ich hier von Melt Cosmetics die Bedside Zodiac Air Palette. Und die ist halt volle Elle mein Luft, also mein Zeichen. Ne? Denn ich bin Gemini, ich bin Zwilling vom Sternzeichen her. Und hier haben wir ein paar wundervolle Lila-Töne, womit wir jetzt mal einen wunderschönen Look schminken werden. Als Pinsel verwende ich die von Carla Cosmetics. Auch die findet ihr gerade im Sale drin. Und ich starte mit der Farbe Chismosa. Das ist dieses Lila. Und den setze ich mir hier außen hin. Der kommt auch direkt ein bisschen an den unteren Wimpernkranz. Dann nehme ich mir den Ton Ghosted. Das ist dieser Peach-Ton, der sich dann natürlich mit meinem Blush auch sehr schön widerspiegeln wird. Und den setze ich mir in die Lidfalte. Und blend damit auch ein bisschen den lila Ton nach außen hin aus. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was diese Palette mit der Luft zu tun haben soll, aber diese Farben passen natürlich richtig gut als Komplementärfarben zu meinen grün-braunen Augen. Ne? Leider nicht im Shop von Purish verfügbar, aber ich liebe ihn sehr. Ich trage mal ein bisschen was von dem NYX Glitter Glue auf. Dann gibt es dieses Flaky, wirklich Flaky, hier nach außen. Frivolous, das ist dieser hell-orange Ton nach innen.
Too Faced, ein etwas dunklerer Orangeton, setze ich zum Übergang hier in die Mitte. Und Reckless, das ist ein, ich würde eher sagen, Topperton, aber ich finde, der ist auch schön aufgebaut im Inner Corner. Der kommt nämlich hier in den Innenwinkel und der spiegelt dann so ein bisschen dann im Innenwinkel das Lila von außen wieder. Aber ihr könnt noch auf so viele andere Lidschattenpaletten richtig doll sparen. Die Denisa Myricks Lightwork 5IM Palette ist mal wieder richtig krass renoviert, vor allem reduziert. Genauso auch die Groundwork Paletten, sowohl die Neutrals als auch diese Rose Palette. Die Side-by-Side Nude Palette Baby ist auch am Start. Die normale Side-by-Side Nude Palette von Nabla ist mit dabei. Ja, die Read My Mind Palette von Nabla und die Two Up Magnetic Pressed Powder Palette von Lethal sind nicht ganz so meine Favoriten. Die Daybreak Palette von LH ist schön, wenn man kühle Töne mag. Aber ich glaube, die passt jetzt gerade vielleicht für die ein oder andere nicht ganz so in die Jahreszeit. BH Cosmetics Lost in Los Angeles, eine kunterbunte Palette mit einer für die Zeit, wo sie rausgekommen ist, überragenden Qualität. Mittlerweile gibt es halt auch sehr gute vergleichbare, aber die kostet jetzt, ich sag mal, 4 Euro. Kann man sich angucken. Mesauda hat die Bare Harmony 2.0 Palette mit ins Rennen geschmissen. Da könnt ihr drauf sparen. Auch eine neue Palette von Ofra, die Signature Palette Falling in Love. Das ist halt die Herbstpalette gewesen. Das sieht man auch von den Tönen her. Ja, genau. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt... Ich hatte erst überlegt, dass ich jetzt in mein Inner Corner noch so ein bisschen was von Denisa gebe. Ich glaube, das versuchen wir jetzt, oder? Komm. Da habe ich in der Farbe Firefly, nämlich hier so ein Chrome Flake. Und den hatten wir letztens auch auf der 90er Party verwendet. Und meine Güte, der hat wirklich gebammt. Und der hat richtig gut gehalten. Den nachher abzuschminken war interessant. Habe ich auch schon ganz gut aufgebraucht, wenn man das mal so sagen darf. Und dann nehme ich mir hier was mit dem Pinsel auf und gebe mir das in meinen Innenwinkel. Aber ich glaube, das ist jetzt eigentlich für den Look ein ganz kleines bisschen zu viel. Und ich befürchte, dass das hier auch so ziemlich der letzte Einsatz von diesem Chrome Flake Pöttchen ist, weil der leider dann doch bei dem einen oder anderen Einsatz zu lange offen war. Aber oh. Wir werden jetzt ein bisschen abgefahren, weil wir sind ja schon sehr abgefahren, denn auch diese Dip Eyeliner von oder Liquid Eyeliner aus der Catrice The Joker Collection sind jetzt im Sale. Den setze ich mir quasi auf das halbe Auge drauf, also auf mein inneres Auge mehr oder weniger. Nach außen hin muss der gar nicht so ultimativ sichtbar sein, weil da kommt nachher ein Schwarz dran. Das ist jetzt ein, ja, wie gesagt, Dip Eyeliner, der aber zum einen erstaunlich gut malt und zum anderen halt richtig schön in Kontrast mit dem Look steht. Also ich brauche den auch wirklich nur so, ne, innen bis zu meinem Lila. Ich finde den sehr, sehr schön. Also vor allem dadurch, dass es halt ein Drogerie-Eyeliner ist, ist der super günstig jetzt, ne? Etwas, was nicht ganz so günstig ist, ist hier von Denisa Myricks der Linework in der Farbe Onyx. Ist jetzt halt aber auch reduziert. Der malt über alles drüber und der ist einfach richtig schön haltbar. Der ist nicht irgendwie, dass er kriecht oder sonst irgendwas. Das Einzige, was seine Perfektion ein bisschen zerstört, ist immer sein Preis. Deswegen freue ich mich immer, wenn ich euch sagen kann, dass der gerade im Sale ist. Außerdem sind jetzt gerade auch die ganzen Suva-Paletten im Sale. Die sind so, so toll. Also die werden euch halt niemals austrocknen, weil die wasseraktivierbar sind. Und damit könnt ihr alles machen. Ich finde sie einfach fantastisch. LH Cosmetics Infinity Ink ist im Sale mit dabei. Den kenne ich jetzt so noch nicht. Jetzt kommen wir zu einem mega reduzierten Produkt. Ich glaube 70% ist das hier jetzt. 70%, Leute. Das ist krass. Das ist der Make-up-Fixer von Rodeo. Der Ofra Make-up Fixer, Rodeo Drive Make-up Fixer. Mensch, ja, das ist dieser hier. Der hat halt wirklich so ein Glow auch mit dabei. Und ich mag Glow, also wer es matt mag, ist hiermit, glaube ich, nicht so gut beraten. Ihr kriegt das Ding für 4 Euro. 4 Euro! Boah! Und ganz ehrlich, selbst wenn ihr das nicht im Gesicht verwendet, verwendet es an den Beinen, verwendet es am Oberkörper. Ich finde, es gibt einfach einen schönen Glow. Ihr seht meinen Oberkörper nicht und ich bewege ihn trotzdem. Es ist ein wunderschönes Spray. Ich mag es sehr, sehr gerne. So, jetzt biege ich meine Wimpern mit meiner Catrice Wimpernzange. Und dann geht es weiter auf die Augen und zwar von Mesauda, die Femuline Mascara. Ich mochte sie anfangs nicht, mittlerweile mag ich die. Ich bin erstaunt von mir selbst, bin ich ehrlich, ne? Also da waren wir mussten uns anfreunden. Das ist so eine bananenförmige Mascara, die halt einfach eine Gummimascara, Gummibürstchen-Mascara ist. Und die macht noch mehr mit den Wimpern, als sie anfangs
vermuten lassen hat, sage ich jetzt einfach mal. Ich zeig's euch mal. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Die hat echt was drauf, ne? Nein, es ist nicht ein würdiger Nachfolger für die Big and Thick Lashes, bin ich ehrlich. Aber sie kann was. Also, ne, die macht schon ordentlich was mit meinen Wimpern. Die verlängert die auch bis in die Spitzen. Also, die fährt sie bis in die Spitzen. Die gibt Volumen, die gibt Länge, die gibt Wawawoom Lashes. Ich mag die. Also, es gibt natürlich auch noch weitere Mascaras, Mascaren, die bei Purish im Sale sind. Natürlich meine geliebte Nabla Vigis Mascara, ist gar keine Frage. Auch die LH Cosmetics Infinity Power Lash Soft Mascara ist sehr, sehr stark reduziert. Ist das die? Dann ist die großartig und kostet nur noch 8 Euro. Nicht mal. Wow. Die Lash Out Mascara von Be Perfect ist leider nicht ganz so mein Vibe, ist jetzt aber auch im Sale. Schauen wir uns mal ein weiteres neues Produkt an, und zwar hier den Perfectionist Ciao Lip Pencil von Melt Cosmetics in der Farbe Bare. Den habe ich mir gekauft, als Melt ganz, ganz fresh bei Purish eingezogen ist. Und das ist so ein Lip Liner, den kannst du wirklich zu allen möglichen Lippenfarben tragen. Einfach einer zum Anspitzen. Ja, das Lippenöl ist echt gut eingezogen und ich habe auch einen leichten Tint bekommen, aber so leicht, dass es natürlich aussieht. Ihr seid noch ganz schön nah dran, ne? Das ist die übliche Entfernung. Ich glaube, das ist ganz gut so. Oder wollt ihr so nah dran bleiben? Nee, oder? Also auch auf den 20% Rabatt kann man machen. Und dann habe ich hier 70% Rabatt. LH Cosmetics Infinity Lip Gloss. Ich glaube, es liegt einfach daran, ja, mit diesem Peach-Ton, ne, dass das einfach dafür, dass es so ein hochpreisiges Produkt ist, so eine günstige Verpackung ist. Ich glaube, das ist blöd. Also ich mag es halt auch einfach nicht, ne? Und harmoniert so gut mit dem Lip Liner, Leute. Oh. Ja, ich glaube wirklich, mit den Chrome Flakes habe ich mir den Look so ein bisschen zu extra gemacht auf meinen Augen. Ansonsten wäre der etwas, ich weiß nicht, etwas erwachsener geblieben. So habe ich ihn etwas mehr in die Partystimmung versetzt. Ja, also das ist jetzt der fertige Look mit Sale-Produkten. Und der gefällt mir einfach so gut. Also ich fühle mich wohl. Ich habe ein bisschen viel Blush im Gesicht, bin ich ehrlich. Ja, ich sehe aus, als wäre mir einiges peinlich. Meine Haare muss ich gleich auch noch kämmen. Aber mir gefällt, was ich sehe. Und ich finde es einfach so krass, dass wir so gute Produkte im Sale haben. Das ist wirklich schön. Also muss ich wirklich, wirklich sagen, ja, es ist zu viel Blush. Aber der Augenlook gefällt mir sehr, sehr gut. Die Lippen sind der Traum überhaupt. Also das ist gerade so schön. Finde ich richtig nice. Und an Lippenprodukten ist so viel auch mit im Sale. Also da könnt ihr euch wirklich züchtigen und loslassen. Laneige mit der Lippenmaske. Die ganzen Nabla, sowohl die Beyond Blurry Lipsticks als auch die Jelly Lipsticks sind im Sale richtig, richtig cool. Lippenbalsam von Bondi Sands. So, ihr habt natürlich auch die ganze Pflege reduziert, ne? Also so viele Sachen sind hier einfach vertreten. LH Cosmetics mit dem Glazed ist auch mit dabei. Die Moonshroom Glosses von Luna Beauty. Mega, mega schöne Glosses. Generell LH Cosmetics, Luna Beauty, die sind alle mit am Start mit den Lippenprodukten. Wenn ihr was richtig Mattes sucht, dann habt ihr hier von Luna Beauty diese Lippenstifte. Die sind richtig, richtig derbe matt, ne? Ultra Matt Lipstick von Melt Cosmetics ist hier auch mit dabei. Wunderschön. Schöner Bullet, weil da Melt in unterschiedlichen Schriftarten auch mit eingraviert ist. Wunder, wunder, wunderschön. Leute, ich sag's euch, das ist so viel, wo hier einfach die Party abgeht. Ich habe hier ganze 5 Seiten, wo ich jetzt theoretisch euch das Ganze nochmal vorlesen könnte. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert, ja, was für coole Produkte ihr jetzt einfach mal für ein paar Taler weniger bekommen könnt. Ich hoffe, dass ich euch vielleicht ein bisschen Inspo hier mitgeben konnte, um euch so ein bisschen durch den Sale auch durchzuführen. Das Ganze geht bis zum 19. Juli, also habt ihr noch ein bisschen Zeit. Allerhand konnte ich euch jetzt auf jeden Fall mal im Gesicht zeigen. Das sieht jetzt sehr hart aus. Mein Freund hat mir gerade auch geschrieben, wir gehen jetzt spazieren. Yay, ich freue mich. Ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn dem so ist, dann wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.